Im pulsierenden Peking arbeitet der ehrgeizige Tiger Chen Linhu tagsüber als einfacher Kurier. In seiner Freizeit dagegen widmet er sich ganz seiner Kampfkunst, dem Ling Kong Tai Chi. Währenddessen landet die Polizeiermittlerin einer Spezialeinheit für organisiertes Verbrechen, Suen Jingxi, mit ihrer Jagd auf den mysteriösen Donaka Mark erneut in einer Sackgasse. Donaka ist ein mächtiger Geschäftsmann, der mit geheimen und äußerst brutalen Underground-Fights sein Geld verdient. Donaka sieht in Tiger seinen neuen Star und versucht ihn mit einer Menge Geld zu locken. Doch dieser sieht sich in der Integrität, der Reinheit seiner jahrhundertealten Kampfkunst verpflichtet und lehnt zunächst ab. Aber als der Abriss des Tempels seines Meisters droht, sieht Tiger darin die Gelegenheit, das Erbe des Ling Kong Tai Chi zu schützen. Nachdem er einige der besten und gefährlichsten Kämpfer aus aller Welt eindrucksvoll besiegt, wird er schnell zur Underground-Fighting-Sensation und zum Liebling der Zuschauer. Die Kämpfe verändern Tiger und bringen seine dunkelste Seite zum Vorschein. Er ist dabei, sich zu verlieren und die Wurzeln seines Handelns zu vergessen. Tigers Aggressivität und Kaltblütigkeit übertragen sich auf sein gesamtes Leben und stimmen seinen Meister sorgenvoll. Bei diesem Film kann man schon fast sagen, hat man den Trailer gesehen, hat man den Film gesehen. Die Kampfszenen sind ganz nett inszeniert. Allerdings kann man ab dem gefühlten 30. Kampf die Schläge fast auswendig mitschlagen. Etwas Abwechslung wäre also ganz schön gewesen. Die deutsche Synchro ist allerdings auch nicht besonders gut, denn der Film hat an einigen Stellen den Kinosaal doch sehr zum Lachen gebracht und das ist, denke ich, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Auch ist der Film ab einem gewissen Punkt nur noch vorhersehbar und daher langweilig. Der Film bekommt nur magere 3 von 8 Punkten. Wer ihn sich trotzdem ansehen will, kann auf die DVD oder Blu-ray warten. Würdest du gerne testen, wie gut du bist, Tiger? Oder werden könntest? Keine Kampfrichter. Keine Regeln. Purer Kampf. Ich mache Tai Chi nicht für Geld. Das ist unehrenhaft. Wir wollen erleben, wie ein gläubiger Mann des Tai Chi zu einem Killer wird. Er meinte, das wäre nur eine einfache Prügelei. Aber das ist mehr. Töte oder werde getötet, Tiger. Das ist das, was ich will. Er findet Gefallen. Wieso gewinnst du? Weil ich der Beste bin. Bring's zu Ende! Ich bin nicht hier, um zu töten. Du schuldest mir ein Leben.